Also ich habe tatsächlich mehrere Lieblingsrezepte. Ich meine, die Rezepte sind ja tatsächlich nach meinen Gelüsten entstanden. Aber was es wirklich ganz, ganz oft gibt, sind die Kraftbrötchen. Die mag ich immer noch sehr gerne. Die sind ja auch allseits wirklich sehr beliebt. Und den Appleberry Cake. Das ist so ein Apfelbeerenkuchen, was richtig so ein Obstkuchen ist. Das esse ich immer sehr gerne. Schokoladentarte esse ich gerne. Dann esse ich auch den Blaubeertorte gerne. Aus dem neuen Buch, die Scones. Dann, oh Gott, das sind so viele leckere Sachen dabei. Ist schon viel, viel Leckeres dabei. Und gibt sehr viel zu Hause. Ja, also diese Frage habe ich, also das ist 80% aller Fragen tatsächlich zu Kraftbrötchen. Und da ist eine große Fehlerquelle meistens, und zwar Flohsamenschalen nehmen und nicht die Flohsamen. Nur die Schale selber hat tatsächlich die Möglichkeit, die Flüssigkeit zu binden. Das kann sich um 50-fache sich vergrößern und so bindet es auch den Teig und dann kann der Teig auch richtig schön aufgehen. Aber bei Flohsamen selber geht es leider nicht. Das ist meistens ein Grund. Den Ofen richtig vorheizen auf Temperatur, dann nicht zu lange rühren, aufquellen lassen und so weiter. Also die Tipps, die im Buch stehen, einfach einhalten, dann klappt das auch. Also in der Tat ist es so, dass wir beide zusammen immer noch am Arbeiten sind. Also wir arbeiten, wir sehen uns 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und das war am Anfang so, oh Gott, wie wird das? Aber jeder von uns hat seinen eigenen Bereich und wir arbeiten und arbeiten. Und wenn die Kinder am Nachmittag da sind, sind wir Eltern. Und wir haben wenig Zeit tatsächlich darüber nachzudenken, was gerade passiert. Wir funktionieren noch. Weil es sich jetzt es ist ja seit 11 Monaten so und das überschlägt sich alles und wir freuen uns und wir arbeiten aber auch wirklich sehr, sehr viel. Aber er sagt mir immer wieder mal, wenn wir mal 2 Minuten haben, dass er ganz stolz auf mich ist und ich bin auch so happy, dass ich so einen tollen Mann an meiner Seite habe, weil es nicht selbstverständlich ist, dass er mich so begleitet und er hat seinen Job, was er erfolgreich und gerne gemacht hat, seit 20 Jahren aufgegeben dafür. Und jetzt versuchen wir das alleine aufzuziehen, groß zu machen oder wie auch immer.